Eduard Geier heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Keine Angst, der Aufstiegsheld ist noch im Besitz des Führerscheins. Seinen Wagen hatte der Dresdner im Zuge der Feierlichkeiten lediglich in Cottbus stehen lassen. Auch für ihn kam der Aufstieg völlig überraschend. Ich bin ganz offen und ehrlich, dieses Ziel, erste Bundesliga, das konnte eigentlich von uns überhaupt niemand voraussehen. Das ist wie so Sechser im Lotto. Mit dem Aufstieg in die erste Liga krönte der Pendler zwischen Sachsen und Brandenburg seine Tätigkeit bei Energie. Bei Dienstantritt vor inzwischen 6 Jahren sah es in Cottbus noch ganz anders aus. Das war natürlich eine Katastrophe, was man dort vorgefunden hat. Ja, nach dem ersten Jahr hatte ich eigentlich schon Kanal voll, denn wir sind zwar dort in Cottbus das erste Mal Landespokalsieger geworden mit mir, aber grundsätzlich war ich dort unzufrieden, es ging mir eigentlich alles zu langsam. Doch der ehrgeizige Trainer ertrug geduldig seine Ungeduld und hatte Erfolg. Aufstieg in die zweite Liga, Einzug ins Pokalfinale, Aufstieg in die erste Liga. 10 Jahre nach seinem Abschied als letzter Auswahlcoach der DDR ist er wieder ganz oben. Die Bundesliga war stets sein Ziel, doch keiner wollte ihn. Jetzt hat sie ihn. Es gibt generell eine Befangenheit gegenüber allen Ostdeutschen, das möchte ich schon so sagen. Vor allem, man hat das ja auch bei Spitzentrainern erlebt, im Eisschnelllauf oder im Skispringen, die ja auch nie übernommen wurden als Trainer. Und generell im Fußball, ich war ja immer Nationaltrainer, ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ganz so einfach war es auch heute nicht. Der Regionalexpress nach Cottbus kam mit Verspätung, dabei hat Disziplinfanatiker Geier genügend Stress. Mit Vasile Mirjuca, Regisseur und Torschütze zum 2:0 gegen Köln, hat erst ein Energieakteur einen Vertrag für die erste Liga, selbst Geier nicht. Wir dürfen natürlich jetzt nicht einschlafen, die Entwicklung muss irgendwie weitergehen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte sowas nie erleben wie Tasmania Berlin, glaube ich, die waren es, die dann sang- und klanglos abgestiegen sind. Aber ich denke, da bin ich viel zu ehrgeizig, um vielleicht mich so zu verabschieden. Mit 5 bis 6 neuen Spielern will Cottbus der ersten Liga in der nächsten Saison das Fürchten lehren. Selbst auf dem Bahnsteig führte der Coach heute Verhandlungen mit einem Spielervermittler. Dann kam der Zug und Geier schickte vor dem Einsteigen noch einen Gruß nach Chemnitz. Ja, hallo Christoph, Franke, ich grüße dich hier aus Dresden und ich beglückwünsche dich und deine Mannschaft zum Klassenerhalt. Das war eine fantastische Leistung. Wir haben euch allen den Daumen gedrückt und ich wünsche euch für die Zukunft viel Erfolg. Alles Gute, tschüss. Ein Wiedersehen der beiden Erfolgstrainer gibt es erst im nächsten Jahr, in der ersten Liga natürlich.